Hallo, schön, dass Sie sich diesen Beitrag anschauen. Wenn er Ihnen gefällt, mehr davon und täglich auf cashkurs.com. In Paris sind aktuell, oder nein, waren gestern 400.000 bis 1,2 Millionen. Die Schätzungen gehen wie immer bei diesen Aktivitäten weit auseinander. Also viele hunderttausend Franzosen waren auf den Straßen, haben demonstriert gegen das, was man so landläufig Strukturreformen nennt, Arbeitsmarktreformen. Nun, andere würden sagen, die protestieren gegen den Race to the Bottom, denn das ist das, was wir ja erleben. Wir haben ja unsere Arbeitsmarktgesetze, unsere Arbeitsrechtsgesetze, die hatten wir alle mal auch sinnvollerweise heraus und man hat das angefangen aufzulösen, immer weiter nach unten. Das eine Land macht seine Agenda 2010 und erleichtert die Regeln für die Unternehmen, macht es leichter für Entlassungen, macht es schwerer für die Arbeitnehmer. Dadurch werden sie wettbewerbsfähiger, vollkommen klar. Das bringt die anderen in Schwierigkeiten. Die ziehen mit und müssen ihrerseits senken. Und die letzten, die dann eben nicht gesenkt haben, die nicht die Arbeitnehmerrechte eingedampft haben, die kommen in immer größere Schwierigkeiten. Und dann fordert man von denen, ihr müsst mehr Strukturreformen machen, ihr müsst mehr Arbeitsrechte abbauen, damit auch ihr wettbewerbsfähiger seid. Da dann werden die es, dann machen die das gegen die Proteste der Bevölkerung. Ja, dann kommen die ersten wieder und sagen, seht ihr, die haben alle Strukturreformen gemacht, jetzt sind wir nicht mehr die Besten, wir müssen weiter die Arbeitnehmerrechte nach unten fahren. Also ein Race to the Bottom im Sinne der Industrie gegen am Ende die Gesellschaft. Aber nun gut, wir haben uns für den Weg entschieden. Mal sehen, wie lange wir den durchhalten. In Spanien hat es ja angeblich so toll geklappt und Spanien ist ja aufgrund seiner Strukturreform, die sie gemacht haben, dieser Veränderung auf dem Arbeitsmarkt, inzwischen wunderbar wettbewerbsfähig und deshalb haben sie auch ein Haushaltsdefizit von 5%. 3% wären erlaubt, 4% hat man ihnen zugestanden, 5% sind es, so gut läuft es da. Nun, eine Regierung haben sie auch noch nicht. In Portugal sind die Kommunisten mit an Bord und die Briten denken über einen Austritt nach. Wunderbares Europa.